Mein Name ist Klaus Graffenberg, ich möchte euch herzlich begrüßen zu unserem nächsten Interview. Heute haben wir einen ganz lieben Gast da, eine Frau. Bis jetzt waren ja nur Männer bei den Interviews und uns meine liebe Freundin Christa Liebhardt. Und Christa wird sich jetzt selber vorstellen dann und ich möchte Christa gleich mal fragen. Christa, wo kommst du her? Wie war deine Jugend? Erzähl mal ganz kurz. Mein Name ist Christa Liebhardt, ich wohne in St. Marien. Ich habe 3 Kinder, 4 Enkelkinder, bin seit 2 Jahren in der Pension. So viel mal zu meinem persönlichen. Meine Jugend und meine Kindheit war eigentlich sehr, sehr harmonisch, sehr ausgeglichen, sehr, ja, sehr liebevoll. Ich bin in einem Elternhaus aufgewachsen, das wirklich ein liebevolles Elternhaus war. Meine Eltern haben sie geliebt, das hat man natürlich wie als Kinder auch gespürt. Mhm. Wir sind jeden Sonntag in Gottesdienst gegangen mit meiner Mama zum Beispiel. Auch meine Jugend war getragen von zu Hause irgendwo. Nur habe ich halt dann natürlich das Fragen angefangen, so mit 14, 15 einmal das Fragen angefangen, was will ich denn einmal, wo komme ich her, wer bin ich, was will ich, was tue ich, wie auch immer. Und diese Fragen haben mich ein bisschen, ja, durcheinander geschmissen, sagen wir mal so. Also es war einmal dann eine Zeit nicht ganz so leicht, weil die Fragen einfach zu viel waren. Dazu gekommen ist, im Beruf, wo ich gearbeitet habe, im Büro, ist dazu gekommen, dass es recht hektisch war. Eine ganze Zeit lang, wo ich in der Früh reingefahren bin, am Abend heimgefahren bin. Und mir gedacht habe, wenn das so weitergeht, was bringt das? Das kann es ja nicht sein. Das kann ja nicht wirklich alles gewesen sein. Mhm. Und habe dann irgendwo zu suchen angefangen. Ich habe eine Freundin gehabt, der es genauso gegangen ist. Das war so das Gute, dass der so gegangen ist. Und wir haben viel mit zusammengesprochen, wir haben viel alles durchgekaut, wir haben viel gemeinsam gemacht, wir waren auf der Suche von Linz bis Micheldorf, sind wir auf der Suche gewesen nach, wo gehen wir hin, was wollen wir, was, wo kriegen wir denn das her, was uns irgendwo fehlt. Weil wir gemerkt haben, es fehlt uns irgendwas, wir waren nicht rund, sozusagen. Mhm. Und unsere Suche hat uns dann geführt nach Heid, nach Hansfelden, nach Heid. Dort ist ein neuer Gebetskreis entstanden gewesen. Und wir haben über Freundinnen davon erfahren, dass es dort irgendwie gesagt, kann nichts passieren, wir fahren dort einfach einmal hin und schauen uns das an. Und mit dem einen mal hinfahren ist es aber nicht geblieben, wir sind sozusagen hängen geblieben dort. Mhm. Und das war ganz eine wichtige Zeit für mich. Zum einen komme ich aus einem katholischen Hintergrund. Und dort auf einmal habe ich Leute erlebt, die Hände heben, die frei beten, die so, eigentlich so ganz anders sind. Aber das war so angenehm, wie die waren. Nicht so, wie es vom Gottesdienst her gewohnt gewesen wäre, ja, man tragt halt den Wintermantel zur Schau. Ne? So in der Richtung. Aber dann unsere Nachbarn kennt, wie sie wirklich gelebt haben. Und irgendwie haben wir das fragend gemacht. Nicht, dass ich es verurteilt hätte, aber fragend hat es mitgemacht. Und so ist meine Suche weiter und weiter gegangen. Bis zu dem Punkt, wo ich gemerkt habe, ich lebe auch nicht so, wie es sein soll. Mhm. Meins ist es auch nicht. Und hast du damals schon einmal eine Entscheidung getroffen? Das ist erst ein bisschen später gekommen, wie ich dann so ungefähr 2 Jahre in diesem Heider Gebetskreis gewesen bin, wie man den genannt hat. Bin ich so bei einem Seminar auch zu dem Entschluss gekommen, jetzt ist es dran. Es war eine Pfingstnacht, es war der 13. Mai, es war eine Pfingstnacht, wo wir durchgebetet haben und da habe ich gewusst, und jetzt ist es dran, ganze Sache zu machen. Einfach zu sagen, entweder ich lebe mit Gott oder ich lebe ohne Gott. Das war so für meine Frage, meine Situation dann dort. Und ich weiß, ich war die Letzte, die aufgestanden ist und gesagt hat, Jesus, nimm das alles. Ich kann es nicht machen, aber nimm du das alles und sei mein Herr. Und hat sich da schon etwas in deinem Leben verändert, in deinem persönlichen Leben verändert? Also ich weiß, gleich drauf, nach dieser Lebensübergabe, wie wir das nennen, gleich drauf sind alle möglichen Anfechtungen gekommen. Mir ist auf einmal nicht mehr gefreut, in den Gebetskreis fahren. Es war auch immer was los und was weiß ich was. Wo ich mir gedacht habe, da stimmt was nicht. So viel habe ich verstanden gehabt. Jetzt muss ich darum kämpfen, dass ich da dabei bleibe. Mhm. Und genauso war es auch richtig nachher dann. Und bei einem Seminar
habe ich dann gewusst, mir fehlt immer noch irgendwo ein bisschen was. Ich habe mein Leben Gott übergeben, aber es war noch was notwendig oder wie sagt man denn da, oder ausständig, wo ich dann auch den Heiligen Geist gebeten habe, in mein Leben zu kommen. Und wirklich, wirklich gewusst habe, das ist das, was ich brauche. Dass mich der leitet, dass mich der führt, das war notwendig. Das war notwendig. Mhm. Ja, und grundsätzlich ist es so, dass sich dann im Leben aber doch durch den Heiligen Geist etwas ändert. Mhm. Man sieht plötzlich die Welt anders, nicht? Mhm. Oder? Die größte Veränderung, die sich in meinem Leben ergeben hat, war das, dass ich Frieden gekriegt habe in mein Herz. Mhm. Einen tiefen Frieden, den ich vorher nie gespürt habe. Eher ob ich unruhig war oder Zukunftsängste gehabt habe in der Teenagerzeit und so weiter. Und plötzlich war da ein tiefer Friede in mir, den ich nicht beschreiben kann. Den ich nicht beschreiben kann. Wo ich heute, ob ich wieder sage, das, der ist direkt vom Himmel gekommen, der Frieden. War unabhängig von dem, was sie rundherum abgespielt hat. Aber dieser tiefe Frieden in mir, das war ganz was Besonderes für mich. Mhm. Und hat sich auf der Beziehungsebene etwas geändert bei dir? Ab wann war das? Zum einen habe ich sehr, sehr genossen, diese Beziehungen zu diesen jungen Leuten zu haben. Das waren so reine Beziehungen. Du hast mit einem Burschen reden können, ohne irgendwelche Hintergedanken oder sonst was. Und es waren wirklich reine Beziehungen und das war sehr, sehr gut. Habe dann auch dort meinen Mann kennengelernt, im Heider Gebetskreis sozusagen. Und wir haben geheiratet und natürlich war für mich die Welt bestens. Logisch. Dann sind die Kinder geboren, zuerst der Sohn, dann eine Tochter und dann nur mehr ein Sohn. Also für mich war die Welt eigentlich in Ordnung, so wie ich mir es vorgestellt habe. Mhm. Aber... Was war der größte Einschnitt damals in deinem Leben? Also positiverweise, dass ich wirklich gelernt habe oder erfahren habe, dass Gott immer bei mir ist. Mhm. Auch unter anderem über den Psalm 23, was so mein Lieblings-Psalm ist, wo ich gewusst habe, Gott ist bei mir, wie ein Hirte. Der ist bei mir, da gibt es einmal gar nichts. Ja. Zum anderen aber sind schwierigere Zeiten auf mich zukommen, weil ich auf einmal gemerkt habe, mein Mann ist mir untreu, sagen wir mal so. Und das hat mir einmal ordentlich den Boden unter die Füße weggezogen. Ich war zum dritten Kind schwanger und dann sowas. Also da habe ich gekämpft. Trotzdem ich so lange schon gläubig war, war das für mich... Mir hat es einfach ausgehoben. Und plötzlich waren auch Zweifel wieder da und es waren Fragen da, alles Mögliche. Aber das eine, dass Gott mit mir ist, ist nicht weggegangen. Trotz meiner Fragen, trotz meiner Zweifel und trotz meiner Angst und auch zum Teil Zorn, ist das nicht weggegangen, dass Gott bei mir ist. Das ist geblieben die ganze Zeit. Mhm. So im Hinterkopf sozusagen. Ja, und der Mann hat dich ja dann verlassen. Mhm. Ja, ja. Ja. Warst du da noch schwanger oder war das da? Plötzlich war ich Alleinerzieher und zwar für 3 Kinder, denn ich war schwanger. Genau, ich war zum dritten Kind schwanger und habe gleichzeitig erfahren, dass mein Mann weggeht. Es war eine ganz eine schwierige Zeit, denn auf einmal habe ich angefangen mich zu fragen, wer bin ich? Wer bin ich jetzt? Jetzt bin ich dann eine geschiedene Frau. Hat geschieden sein mit Glauben noch was zu tun? Oder kann ich da noch Kind Gottes sein, wodurch Gott Scheidung nicht mag, was in der Bibel steht? Gell? Wer bin ich jetzt auf einmal? Was geschieht jetzt mit mir? Einfach alleine. Und auch dieses Alleine-Sein, dieses von den Menschen her Alleine-Sein. Ja? Und ich weiß, ich bin an einem Abend gesessen und habe wirklich gerungen. Wo ich gesagt habe, Gott, wenn es dich gibt, wo ich dich jetzt schon so lange sozusagen kenne und ich in der Bibel gelesen habe, dass du Wunder tust und dass du ein mächtiger Gott bist. Wenn du wirklich der Gott bist, dann hilf mir jetzt bitte. Und ansonsten muss ich meinen Glauben aufgeben, weil dann hat es keinen Sinn. Mhm. Aber wie ist du da in der Zeit auch finanziell gegangen zum Beispiel? Ja, nicht unbedingt gut, nicht gut. Mein Mann hat das Geld mitgenommen, einen Großteil mitgenommen,
und ist Richtung Asien, wie sagt man da, untergetaucht oder wie auch immer. Ich kann mich schon erinnern an Situationen, die wirklich beinhart waren, für mich als Mutter beinhart waren. Nur ein kleines Beispiel, ich weiß, ich bin einkaufen gegangen und meine Kinder wollten einen Mumpflesserl haben. Ganz was Einfaches, ein Mumpflesserl, wenn man einkaufen geht. Und ich habe sagen müssen, das geht nicht. Ich habe nur so viel Geld für Milch und ein Kilo Brot, weil da kann ich runterschneiden. Da haben wir länger was davon. Und das tut weh. Einer Mutter weh. Also das ist für mich heute noch in Erinnerung, wo wir da genau gestanden sind im Geschäft, wie ich das sagen habe müssen. Und wie war das wohnungsmäßig und so weiter? Weil ja, auch da war es ein bisschen, es war nicht schwierig, aber wir haben ja in einer Dienstwohnung sozusagen gewohnt, in Traun. Und nachdem mein Mann ja das dann den Dienst dort aufgegeben hat, oder weil er weggegangen ist, ne, nicht mehr machen hat können, jetzt ist für mich die Dienstwohnung in der Luft geschenkt. Wie kann ich jetzt noch dort bleiben, wenn die Bedingungen nicht mehr erfüllt worden sind? Aber da ist dann ganz was Besonderes passiert. Denn Gott war immer noch bei mir. Und da habe ich was gekriegt, wo ich halt nur staune drüber, dass Gott sowas schenkt. Stell dir vor, ich habe ein Haus geschenkt gekriegt. Ein Haus? Ein Haus. Ein ganzes Haus. Ein Grundstück. Haus. Ein Haus mit Grundstück geschenkt gekriegt. Super. Einfach so. Von einer weitschichtigen Verwandten, zu der ich nicht einmal viel Kontakt gehabt habe. Die hat ihr Haus hergeben wollen und hat an mich gedacht. Und plötzlich habe ich ein Haus gehabt. So ist es Gott. Und wie ist deine Beziehung zu Gott wieder geworden dann? Ja, natürlich noch mal anders. Ja. Na klar. Ja, wo ich gemerkt habe, er ist wirklich da. Er sorgt sich für mich. Wie der Hirte wieder. Ich bin wieder beim Psalm 23. Wie der Hirte. Der sorgt und immer wieder auf neue Weide bringt und Wasser gibt und was weiß ich was. Alles, was notwendig ist. Und im neuen Haus hast du deine Familie dann, deine Kinder großgezogen? Mhm. Genau. Das war eine ganz schöne Zeit für uns. Also ich habe es zumindest so in Erinnerung. Mhm. Wir sind dort zur Ruhe gekommen, wieder ein bisschen weg von dem, was mit meinem Mann so gewesen ist und so. Ich bin sehr zur Ruhe gekommen dort und habe diese Jahre wirklich gut in Erinnerung. Habt ihr dort auch euch getroffen, so irgendwelche so Hauskreise oder solche Sachen? Ich war in einem Hauskreis dann schon, ja genau, lange Zeit schon in einem Hauskreis. Und das war natürlich für mich auch was Besonderes, weil es ist eins, in Gottesdienst zu gehen. Das ist unwahrscheinlich wichtig und richtig. Gott zu loben, zu preisen, Botschaft zu hören und so weiter, das ist es. Aber das Persönliche kommt im Hauskreis dann erst raus. Mhm. Also ich empfinde es halt so. Ja, ist so. Dass das im Hauskreis, da kannst du dann was Persönliches sagen, da kann für dich gebetet werden, da kann dir der andere mal helfen, auch mit praktischen Sachen oder wie auch immer. Und das ist was, wo ich immer noch dabei bin, bei einem Hauskreis. Ja, und jetzt kommt aber eine Phase in deinem Leben, wo wieder etwas passiert ist. Im Psalm 23 heißt es ja, dass es tiefe Täler, dunkle Täler gibt, auch wenn man durch muss manches Mal. Und genauso war es auch. Ich habe meinen jüngsten Sohn beim Verkehrsunfall verloren. Wie alt war der damals? Er war 17 Jahre und ist mit einem Freund unterwegs gewesen. Und man weiß es heute noch nicht, warum genau dieser Unfall passiert ist. Aber er war auf der Stelle tot. Also er war nimmer mehr zu reanimieren. Sie haben 1,5 Stunden versucht, ihn zu reanimieren, aber es ist nicht gegangen. Es waren zu große Hirnverletzungen da. Also von daher, ja, das war ein Schock. Als Mutter ein Kind zu verlieren. Mit 17 Jahren. Aber wieder, Gott war da in der Zeit bei mir. Gott war da. Zum einen weiß ich, wie ich die Botschaft gekriegt habe von der Polizei, ne? Die kamen ja dann. Ich habe dann einen Anruf getätigt, weil man dachte, ich muss meine Freundinnen verständigen, weil das war für mich wichtig. Ich brauche jetzt jemanden, der da ist. Und ich weiß, es war innerhalb von ein paar Minuten sozusagen wer da, die einfach nur da gesessen sind bei mir. Weil zum Trösten, wie kann man da trösten als Mensch? Das geht schwer. Aber ich bin so dankbar dafür, dass sie einfach da waren. So wie Gott da sagt, ich bin da. Ja? So hat mir das im Nachhinein spüre ich so. Das war für mich so wichtig, dass sie da waren, dass sie bei mir waren. Hast du damals in dieser Situation Gott angeklagt auch? Ja. 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 Hast du geschimpft mit ihm sozusagen? Ja.
Ja. Und das ordentlich. Glaubt man nicht, aber ordentlich. Weil ich war so, wie soll ich sagen, so weit unten, dass ich mir nicht mehr anders helfen habe können. Mhm. Ich habe meine Not einfach ausschreien müssen. Ich habe meinen Schmerz einfach auslassen müssen aus mir. Mhm. Das war ein ganzer. Aber wenn ich heute zurückschaue, weiß ich, dass Gott mir nicht böse war deswegen. Weil er hat eh gewusst, wie es mir geht. Aber ich glaube, er hat die Ehrlichkeit drinnen gesehen, weil ich wirklich nicht anders Kinder habe. Wo ich gesagt habe, hey Gott, das kann es nicht sein. Warum ich? Wie lange hat es gedauert, bis sich die Situation bei dir wieder seelisch geändert hat, sozusagen? Das ist schrittweise gegangen. Schrittweise? Das ist schrittweise gegangen. Ich weiß, dass immer wieder Phasen waren. So wie es Psychologie sagt, es gibt so viele Stufen von der Trauerarbeit, die ich auch alle durchgemacht habe. Ich kann mich an eine Situation erinnern, ich war auf einem Seminar und ich weiß gar nicht mehr, was gepredigt worden ist. Ich kann es nicht mehr sagen. Aber plötzlich war der Schmerz so da und ich habe so zu weinen anfangen müssen. Ich habe mich gar nicht halten können. Ich hätte mich nicht zurückhalten können. Im Nachhinein habe ich dann gespürt, wie wohltuend das war. Da habe ich einfach mein Schmerz, meine Trauer, mein Verzweifeltsein auch irgendwo oder mein Wut und alles einfach raus. Wie soll ich denn sagen? Ich hätte es fast so rausschwemmen können aus meinem Leben, also aus meinem Körper und aus meiner Seele rausschwemmen können. Denkst du, dass Gott das von dir genommen hat auf diese Art? Ja. Und das waren einige solche Stationen. Also da immer wieder, wo ich gemerkt habe, jetzt ist Gott wieder dran, einen neuen Schritt mit mir zu gehen. Hast du dieses Vaterherz Gottes dann besonders erfahren? Ja, ganz besonders. Gerade in diesen Zeiten rund um die Scheidung und auch rund um den Tod von Michael, habe ich Gott so nahe erfahren, wie sonst im normalen Leben kaum. Wo immer wieder ich gemerkt habe, Gott spricht zu mir durch Bibelstellen, durch Botschaften, durch Menschen, durch verschiedenste Sachen. Ja. Gott spricht immer wieder zu mir, immer wieder. Mhm. Gerade beim Tod von meinem Sohn kann ich mich erinnern, wie ich beim Grab gestanden bin und reingeschaut, und natürlich schaust du rein, gell? Und wie ich reingeschaut habe, war auf einmal der Gedanke da, Christa, schau nicht runter, schau hinauf. Und ich habe raufgeschaut nachher dann. Und ich weiß heute noch, wie schöne Wolken das da gewesen sind am Himmel. Aber das war Gottes Reden zu mir. Nicht das zu betrauern, was da jetzt gerade geschieht, sondern wieder raufzuschauen zu meinem himmlischen Vater, zu meinem guten Hirten vom Psalm 23. Wie lange ist das her jetzt? 2003. Und wie geht es dir jetzt? Wenn ich zurückdenke oder daran denke, dass Michael nicht mehr da ist, es tut immer noch ein bisschen weh. Mhm. Ich glaube, als Mutter wird man das nie ganz ablegen. Ich bleibe Mutter von meinem Sohn. Ja? Mhm. Das ist das eine. Das stimmt schon. Aber wenn ich so insgesamt zurückschaue auf mein ganzes Leben, auf all diese Stationen, erfüllt es mich mit unwahrscheinlicher Dankbarkeit. Das klingt vielleicht jetzt ein bisschen komisch, aber ich bin ausgesöhnt mit meinem Leben. Ich habe das als Teil von meinem Leben akzeptieren können. Und wenn ich jetzt zurückschaue, bin ich einfach dankbar, dass Gott immer bei mir war. Mhm. Und mit mir durchgegangen ist durch all diese Situationen, dunkle Täler und sonst was. Mhm. Und das bringt mich zur Dankbarkeit. Weil Dankbarkeit, Gott immer da war. Gott war immer da. Du bist ja jetzt tätig, zum Beispiel bei Familienfrühstück, Frauenfrühstück und verschiedenen anderen Dingen. Ich bin auch dabei und sehe auch deinen Umgang mit Kindern, mit allen möglichen. Ich glaube, dass Gott dir eine ganz besondere Liebe ins Herz gegeben hat. Mhm. Ja? Ja, das spüre ich auch. Das spüre ich auch, das stimmt. Komme immer wieder drauf, wie Gott mir hilft dabei, die Kinder zu lieben oder die ganzen Migranten, die da kommen, zu lieben und sie anzunehmen und einfach ihnen von Gott zu erzählen. Das ist so mein großer Wunsch, weiterhin nur von Gott zu erzählen. Möchtest du irgendwas zu unserem Publikum noch persönlich sagen? Ich weiß, dass es unwahrscheinlich gut tut und ganz wichtig ist, Danke zu sagen, die kleinen Dinge zu sehen, nicht die riesengroßen Dinge, sondern die kleinen Dinge zu sehen. Das habe ich so gelernt in meinem Leben. Die kleinen Dinge zu sehen und Danke zu sagen dafür und Gott zu preisen. Denn er weiß,
auch wenn es durch die dunklen Täler geht. Aber Gott ist ja dabei. Ich gehe ja nicht alleine durch. Und nach einem Tal kommt wieder eine neue Wiese, eine neue Weide, so wie es im Psalm 23 steht. Und das ist es, mit Gott durchgehen und Danke sagen, weil er weiß einfach besser wie wir. Ich weiß nicht alles. Christa, ich danke dir für das wirklich ehrliche und offene Zeugnis. Und ich kann nur unseren Zuschauern sagen, bitte schaut euch das an und gebt es weiter. Danke.